Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Konflikt im Kaukasus gerät immer mehr außer Kontrolle. Moskau kündigte am Abend die Entsendung weiterer Truppen an. Nationalisten der aserbaidschanischen Volksfront haben nach eigenen Angaben die Macht in der Sowjetrepublik übernommen. Andere Meldungen sprachen demgegenüber von einem Vorrücken der sowjetischen Soldaten in der Hauptstadt Baku. Währenddessen fordert die gesamte Staats- und Parteiführung in eindringlichen Appellen ein Ende der blutigen Auseinandersetzungen. Notfalls müsse Gewalt angewandt werden. Staats- und Parteichef Gorbatschow machte besonders Nationalisten für die Kämpfe verantwortlich. Nach Angaben des Moskauer Innenministeriums starben seit dem erneuten Aufflammen des Konfliktes vor einer Woche 72 Menschen. Heute wurden Gefechte an der Grenze zwischen Armenien und dem zu Aserbaidschan gehörenden Gebiet Nachitschewan gemeldet. Selbst mit Raketen und Granaten wird seit heute Morgen bei der kleinen Stadt Jerash gekämpft. Ausgebrochen waren die blutigen Auseinandersetzungen, nachdem gestern hier an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze zwei Armenier erschossen worden waren. Aber schon seit langem hatten sich beide Seiten auf diesen Tag vorbereitet. In Jerash sieht man kaum einen Mann, der keine Waffe trägt, hört man kaum eine Stimme, die nicht den heiligen Krieg der christlichen Armenier gegen die muslimischen Aserbaidschaner predigt. Das ist der offene Bürgerkrieg. Und was das Erstaunlichste dabei ist, die Armee steht dazwischen und ganz offensichtlich tut sie nicht. Armenier und Aserbaidschaner bekämpfen sich aufs Heftigste und die Armee steht zwischen den Fronten. Und schuld ist an diesem Debakel nach Ansicht vieler Armenier allein Gorbatschow. Er nehme zu viel Rücksicht auf die vielen Moslems in der Sowjetunion und sei daher nicht bereit, die Aserbaidschaner am Morden zu hindern. Als heute Nachmittag dann eine Sondereinheit des Moskauer Innenministeriums aus der Hauptstadt Erevan anrückt, sind die Straßen blockiert. Ganz offensichtlich misstrauen die Menschen in Jerash mittlerweile allem, was aus der Zentrale kommt. Ein Anführer der armenischen Freischärler macht den Soldaten klar, dass man sie jetzt auch nicht mehr brauche. Die Einheit fährt nach Erevan zurück. Der Krieg geht ohne sie weiter. Diese Bilder von der Grenze erreichten uns vor einer Stunde. Die Kämpfe sind härter geworden. Von gestern früh bis heute Morgen hat es, nach Moskauer Angaben, mindestens 6 Tote gegeben. Auch auf aserbaidschanischer Seite haben sich Bewaffnete versammelt. Im Gebiet um die armenische Exklave Bergkarabach sollen es 380.000 Mann sein. Staats- und Parteichef Gorbatschow sagte am Abend vor Journalisten, obwohl die Situation bedrohlich sei und viele Leben in Gefahr seien, müsse er harte Mittel anwenden. Es gelte, noch Schlimmeres zu verhindern. Das Volk wünsche, dass es mit Perestroika weitergehe. Ins Inland. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erhalten rückwirkend zum 1. Januar höhere Zulagen. Darauf haben sich heute früh in Bonn die Tarifparteien geeinigt. Entsprechende Vereinbarungen wurden inzwischen auch für die Bediensteten bei Bahn und Post erzielt. Im Einzelnen sieht der Abschluss so aus. Für die unteren Einkommensgruppen steigen die Zulagen um 60 auf 127 Mark, für die mittleren um 83 auf 150 und für die gehobenen Gruppen um 60 auf 160 Mark. Im höheren Dienst wird eine Zulage von 60 Mark eingeführt. Auch Auszubildende erhalten erstmals eine Zulage, und zwar von 30 Mark. Zu der Vereinbarung gehört ferner, dass die Zulagen künftig regelmäßig mit den Lohn- und Gehaltsabschlüssen angehoben werden. Gestern gegen 11 Uhr begann der Tarifmarathon im Bonner Innenministerium. Auf Arbeitgeberseite die Vertreter der Gemeinden, Länder und des Bundes mit Wolfgang Schäuble, dem Innenminister, an der Spitze. Für die Arbeitnehmer die Gewerkschaft ÖTV mit ihrer Chefin Monika Wulff-Mattis. Ihre Forderungen waren kurz und knapp: 200 Mark Zulage monatlich für fast alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Heute gegen 10.30 Uhr, völlig übernächtigt, traten die Tarifparteien vor die Presse. 23 Stunden ist pausenlos verhandelt worden, denn alle waren fest entschlossen, der zweiten Tarifrunde keine dritte folgen zu lassen. Was für Monika Wulff-Mattis ein achtbares Ergebnis ist, bezeichnet Wolfgang Schäuble als das Äußerste, was zu vertreten sei. Wenn man auch eine Übertragung auf den Beamtenbereich unterstellt, dann bedeutet er insgesamt ein Volumen in der Größenordnung von 5,3 Milliarden D-Mark für die öffentlichen Arbeitgeber.
Wir sehen darin einen ersten wichtigen Korrekturschritt, um den Einkommensabstand zwischen gewerblicher Wirtschaft und öffentlichem Dienst zu verringern. Die Lohnabstände zwischen öffentlichem Dienst und der gewerblichen Wirtschaft betragen, so das schlagkräftigste Argument der ÖTV, inzwischen bis zu 16%. Die letzte äußerst mäßige Tariferhöhung von 1,7% hat das noch verstärkt. Und so gilt das heutige Ergebnis auch als Ausgleich für die gewerkschaftliche Bescheidenheit vom letzten Jahr. Die Liberaldemokratische Partei in der DDR wird die Regierung nicht verlassen. Das beschloss mit großer Mehrheit der Zentralvorstand der LDPD. Allerdings soll den 4 liberalen Ministern im Kabinett Modrow mehr Gewicht verschafft werden. Das CDU-Präsidium, das ebenfalls die Koalitionsfrage diskutiert, tagt zur Stunde noch. In den Koalitionsparteien LDPD und CDU der Regierung Modrow wackelt es ganz erheblich. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass sich heute die Liberaldemokratische Partei der DDR für einen Verbleib in der Regierungskoalition Modrow aussprach und Manfred Gerlach Eigenständigkeit demonstrierte. Wenn also ein Koalitionspartner, in dem Fall die CDU, aus welchen Gründen immer die Koalition verlässt, ist das für uns noch lange kein Grund, nun genau dasselbe zu machen. Wir sind aus Sachgründen, die Absetzbewegung der LDPD ist nicht gebremst. Und wir würden aus Sachgründen war noch nicht gekommen, da hieß es bereits, ein Verdielschein bis zu den Wahlen am 6. Mai sei die heutige Entscheidung nicht. Ich würde sagen, mehr Tempo bei den Reformen, die möchte die LDPD schon in den nächsten Wochen sehen. Zwischen alle Stühle hat sich die CDU gesetzt. An der Basis wird der Wunsch immer lauter, die Regierungskoalition zu verlassen. Der Parteivorsitzende, er möchte in der Koalition bleiben. Der Generalsekretär, er will raus. Seit 16 Uhr versucht das Präsidium eine Entscheidung zu treffen. In der Gefahr einer Destabilisierung der DDR, wie die Befürworter der Koalition und einem auch optisch radikalen Bruch, wie die Gegner der Koalition meinen. Soeben wird gemeldet, dass die CDU in der Regierung bleibt. Die regierende SED-PDS wird zunehmend auch an ihrer eigenen Basis infrage gestellt. Mehrere Gruppierungen haben heute in einer gemeinsamen Erklärung die Selbstauflösung der Partei gefordert, kompromisslos und unter öffentlicher Kontrolle. Es sei nicht gelungen, die Partei von Grund auf zu erneuern und die Lage im Land zu festigen. Die Parteiführung, die von diesem Vorstoß offenbar überrascht wurde, wird sich am Sonnabend mit der künftigen Rolle der SED befassen und möglicherweise einen außerordentlichen Parteitag einberufen. Für den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag Böttsch ist das letzte Wort über die polnische Westgrenze offenbar noch nicht gesprochen. In einem Interview des Gießener Anzeigers gab Böttsch zu verstehen, dass er sich eine Änderung des Grenzverlaufs in ferner Zukunft vorstellen könne. Eine andere Frage bleibe, ob das wahrscheinlich sei. In jedem Fall, so fügte Böttsch hinzu, ließe sich die Grenze nur in einem Friedensvertrag oder einem ähnlichen Vertragswerk auf friedlichem Weg ändern. Bei einem Festakt in Bonn zum 500-jährigen Bestehen der Post hat Bundeskanzler Kohl heute die Bedeutung eines grenzüberschreitenden Informationswesens unterstrichen. Die Veränderung der DDR in den anderen Staaten Mittelost- und Südosteuropas wäre mit Sicherheit nicht eingetreten, ohne den Informationsfluss über die Grenzen, über Mauern, Stacheldraht hinweg. Die Macht der Information und nicht die Macht der Waffen hat mit dazu beigeholfen, entscheidend beigeholfen, das Tor zu den Reformen zu öffnen. Abschotten, einigeln, Desinformation und bloße Propaganda haben keine Chance, wenn die Antennen, und das kann man sehr wörtlich nehmen, in Deutschland auf Freiheit gerichtet waren. Mit den Stimmen der rot-grünen Koalition hat das Berliner Abgeordnetenhaus in der vergangenen Nacht zwei umstrittene Entscheidungen getroffen. Es wählte den Generalstaatsanwalt ab und strich die Eingangsformel, mit der 35 Jahre lang die Parlamentssitzungen eröffnet worden sind. Mit dieser Formel bekundete das Abgeordnetenhaus den, wie es hieß, unbeugsamen Willen, dass die Mauer fallen und dass Deutschland mit seiner Hauptstadt Berlin in Frieden und Freiheit wiedervereinigt werden müsse. Nach Ansicht von SPD und Alternative Liste war dieser Satz historisch überholt. Die CDU sah das anders. Sie warf den Regierungsparteien vor, die Einheit Berlins und Deutschlands in Frage zu stellen. Generalstaatsanwalt Hans-Wolfgang Treppe musste gehen, weil er sich einer Anordnung von Justizsenatorin Limbach widersetzte, die politische Abteilung der Staatsanwaltschaft aufzulösen. Einstimmig hat heute das Bonner Parlament die Bundesregierung aufgefordert, sich für die Aufhebung des Visumzwangs zwischen der Bundesrepublik und Ungarn einzusetzen.
Bei der Verabschiedung eines entsprechenden SPD-Antrages verlangten die Abgeordneten zugleich, unverzüglich neue Verhandlungen mit den Benelux-Ländern und Frankreich aufzunehmen. Mit diesen Staaten hat sich die Bundesrepublik in einem Abkommen von 1985 zur gegenseitigen Abstimmung über visumfreien Reiseverkehr verpflichtet. Außerdem ging es heute im Bundestag um die Sicherheit von Straßentransporten mit gefährlichen Gütern. Angesichts von jährlich 80 Tankwagenunfällen und 30 Unglücken mit gefährlichen Stückguttransporten besteht hier nach Auffassung aller Fraktionen Handlungsbedarf. Die SPD beantragte eine ganze Reihe von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. So sollten künftig Gefahrguttransporte so weit wie möglich von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Die Transporte müssten besser überwacht, die Arbeitszeiten der Fahrer verkürzt werden. Die Vorschläge fanden jedoch nicht die Zustimmung der Bonner Koalitionsparteien, die unter anderem der Regierung bescheinigten, bereits die besten Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der EG durchgesetzt zu haben. Der Bürgermeister der amerikanischen Hauptstadt Washington, Barry, wurde gestern Abend wegen Rauschgiftbesitzes festgenommen. Drogenfahnder hatten ihn beim Kauf von Kokain überrascht. Aufmunternde Rufe, als Marion Barry gegen Mittag an der Seite seiner Frau sein Haus verlässt, um zum Haftrichter zu fahren. Seit Jahren schon stand der Bürgermeister im Verdacht, Kontakte zur Drogenszene zu haben und selbst drogenabhängig zu sein. In seiner Amtszeit wurde Washington zur Mordhauptstadt der USA, allein 438 Opfer im letzten Jahr, die meisten wegen des Drogenkriegs. Ironie der Stunde, Charles Lewis, ein alter Freund des Bürgermeisters, mit dem er nach dessen Anschuldigungen bereits 1988 Kokain genommen hatte, wurde heute genau in diesem Gerichtsgebäude als Drogenhändler verurteilt. Gestern Nacht im Vista Hotel von Washington schnappte die Falle der Bundespolizei FBI und von Barrys eigenen Beamten zu. Eine Agentin lockte Marion Barry in Zimmer Nummer 727. Dort lief eine fingierte Party. Dabei kaufte und rauchte der Bürgermeister Crack Kokain und dies vor einer versteckt laufenden Videokamera. Marion Barry wurden nach der Festnahme Urin, Blut und Haarproben entnommen. Besonders letztere können regelmäßigen Rauschgiftgenuss nachweisen. Ergebnisse sind noch nicht bekannt. In der Nacht wurde der Bürgermeister wieder auf freien Fuß gesetzt und er konnte sich ausführlich mit seinen Anwälten beraten. Die juristischen Folgen werden für Marion Barry nicht so gravierend sein wie die politischen. Am kommenden Sonntag wollte er sich eigentlich für eine vierte Amtszeit bewerben. Nun ist die Frage, wie viel Unterstützung hat er noch und wird Jesse Jackson, wie laut gefordert, gegen ihn antreten. Der weltweit als Bhagwan bekannte indische Guru Sri Rajneesh ist heute im Alter von 58 Jahren gestorben. Er erlag in der westindischen Stadt Pune einem Herzleiden. Sie haben ihn geliebt, seine Anhänger, den Bhagwan Sri Rajneesh. Eine halbe Million und mehr Suchende sollen es gewesen sein. Sie beteten ihn an und das, obwohl er in von ihnen erarbeiteten Dollarmillionen schwamm, zeitweise über 90 Nobelkarossen sein eigen nannte. 1968 stieg der selbsternannte Sektenführer zum Sexguru auf. Seine in orange-rote Gewänder gehüllten Sannyasin sollten sich, so verkündete er es, ausleben, alles rauslassen. Unkundige verstanden darunter Schweinereien. Anfang der 80er Jahre zog die Bhagwan-Gemeinde aus dem Ashram im westindischen Pune in die USA. Dort in Oregon beackerten seine Jünger über 100 Quadratmeilen verwahrloster Wüste. Diskotheken in aller Welt lieferten das Kapital. Erst als die US-Finanzbehörde genauer in die Bücher sah, landete der Guru hinter Gittern, wurde ausgewiesen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 20. Januar. Der Satellitenfilm zeigt starke Bewölkung, die von den britischen Inseln und der Nordsee kommend auf die Nordhälfte Deutschlands übergreift. Dagegen war es im Süden noch aufgeheitert. Das Frontensystem eines nordatlantischen Tiefs überquert Deutschland südostwärts. Es wird am Alpenrand stationär. Dahinter fließt mit einer westlichen Strömung frische Meeresluft ein. Gegen Abend wird eine weitere Warmfront auf den Nordwesten übergreifen. Die Vorhersage für morgen. Im Süden zunächst aufgelockerte, später starke Bewölkung und nachfolgend Niederschläge, oberhalb etwa 800 Meter als Schnee. In der Mitte anfangs bedeckt und zeitweise Regen, dann, wie bereits im Norden, Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern, im Nordwesten nachmittags erneut Eintrübung. Tiefstwerte im Süden 0 bis minus 5, sonst plus 1 bis plus 5 Grad. Höchstwerte 3 bis 8 Grad.
schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis stärker, in Böen stürmischer Wind um West. Die weiteren Aussichten: am Sonntag im Südwesten und im Westen aufgelockerte Bewölkung, sonst regnerisch, wenig Temperaturänderung. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Darin, DDR-Blockparteien suchen sich zu retten und an der Saar Auftakt des Wahlkampfjahres.